Was Sie glauben, bestimmt die Qualität Ihres Lebens. Sind Sie ein Huhn, das am Boden pickt? Oder ein Adler, der sich in die Lüfte bewegt? Ihr Glaube über sich selbst bestimmt die Qualität Ihres Lebens und auch die Qualität im Miteinander. Denn wir Menschen sind im Miteinander glücklich und nie alleine. Das, was Sie über sich glauben und auch über andere, bestimmt Ihr Leben. Ein Beispiel. Vielleicht kennen Sie den Placebo-Effekt. Placebo ist ein Mittel ohne Wirkstoff. Man könnte auch sagen, ein Zuckerbällchen. Und es hat eine hohe Wirksamkeit. Vielleicht wissen Sie um die Prozente. Ich kann es Ihnen aber auch hier an dieser Stelle auch sagen. Wenn der Klient oder der Patient nicht weiß, dass er ein Mittel ohne Wirkstoff bekommt, also ein Placebo, dann wirkt es bis zu 30%. Und jetzt wird es sehr spannend. Wenn der Arzt es selbst nicht weiß, das heißt, der Pharmareferent kommt und gibt ihm sein bekanntes Mittel und er selbst glaubt an die Heilkraft des Mittels, dann wirkt es bis zu 70, gar 80%. Wissenschaftlich erwiesen. Das ist kein Wunder, sondern Glaubenskraft. Noch spannender, wenn der Arzt kommt, anstelle der Krankenschwester, ist die Wirksamkeit höher. Spritze kommt vor Tablette, die große Tablette vor der kleinen und so weiter und so fort. Das heißt, der Glaube, unser Glaube, Ihr Glaube versetzt wirklich Berge. Das, was Sie über sich glauben, bestimmt die Qualität Ihres Lebens. Und an dieser Stelle möchte ich Sie deshalb auffordern, beantworten Sie sich die Fragen, was Sie über sich glauben, was glaubt es in Ihnen, was denken Sie über sich und Ihre Fähigkeiten, was glauben Sie über Ihre Partnerschaft, was glauben Sie, was der Partner über Sie glaubt oder der Arbeitgeber, was glaubt der Arbeitgeber über Sie und was glauben Sie über ihn. Ganz wichtige Fragen, um einen Standpunkt, einen Standort zu definieren. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und viel Freude bei der Beantwortung Ihrer Lebensfragen.